Herr Hüfner, wie ist das Projekt Hair entstanden? Ja, das Tick Theater spielt ja eigentlich zweimal im Jahr eine große Produktion, eine große musikalische Produktion. Dann ist immer die Frage, was spielen wir? Und in den letzten Jahren hat sich eigentlich eingebürgert, dass wir ein klassisches Musical spielen, das ist dieses Jahr Anna Tefka, und eins, was ein moderneres ist, jedenfalls von dem Musikstil. Das ist bei Herr ja auf jeden Fall so gegeben. Und weil wir auch die Thematik immer noch auch aktuell finden, haben wir uns für dieses Werk entschieden. Gefällt Ihnen ja auch persönlich? Ja, natürlich, das gefällt mir auch persönlich. Wir würden natürlich auch keine Stücke spielen, wo wir jetzt keinen Bezug zu haben und wo wir Inhalt und Musik schlecht finden. Das kann man nicht machen. Man kann eigentlich nur Stücke wirklich auch zur Aufführung bringen, von denen man auch überzeugt ist und wo man Spaß dran hat. Was fasziniert Sie an Herr? Ja, Herr hat ja verschiedene Aspekte, auch politische Aspekte. Wenn man bedenkt, wann das entstanden ist, Ende der 60er Jahre, ging es ja um den Vietnamkrieg, um das Rassenproblem, aber auch um das immer wieder grüne Problem, dass Menschen mit ihren Eltern, mit dem Althergebrachten sich auseinandersetzen müssen und Gegenpositionen entwickeln. Und das ist ja nun ganz exemplarisch in Herr gegeben. Das ist jetzt die zweite Regiearbeit von Patrick Stahnke. Wie ist er als Regisseur? Daran, dass es jetzt die zweite im Tick ist, können Sie schon sehr gut erkennen, dass wir sehr begeistert waren von der ersten. Er ist ja nun mal Musical-Darsteller und bringt eben diese Praxis mit als Schauspieler, wo unsere Darsteller hervorragend von profitieren können. Welche weiteren Projekte stehen an im Tick? Also, was jetzt musikalische Produktionen angeht, da entscheiden wir immer Ende des Jahres. Ja, wir sammeln natürlich schon mal so intern Ideen, das werden wir aber jetzt auch nicht sagen. Die werden dann immer gebündelt, wird das gesamte Spielprogramm des nächsten Jahres dann im Januar bekannt gegeben. Was läuft aktuell noch nebenher und Anna Tefka? Ja, Anna Tefka ist jetzt die musikalische Produktion des Herbstes. Im Moment läuft gerade ganz aktuell der Rosenkrieg, in der Inszenierung von Julia Penner. Und es wird auch dieses Jahr wieder ein klassisches Stück geben, und zwar Der zerbrochene Krug. Da wird Ingeborg Wolf Regie führen. Vielen Dank.